Gut und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diese Woche zeige ich euch, wie ich aus diesem Boden, den ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, einen fertigen Korb herstelle. Der bekommt sogar dann an die Seite so ein paar Eingriffe auf der Längsseite, damit man den auch gescheit nehmen kann. Ich verwende heute wieder 140 cm lange Weiden. Die haben dann in etwa eine solche Stärke. Das sind schätzungsweise 6-7 mm und die verwende ich einmal als Starken und auch zum Ausflechten, so wie das eben hier ist. Ja, ich würde sagen, bevor ich lang rede, fangen wir einfach mal an. So, dann legen wir mal los. Als erstes kommt natürlich hier wieder auf meinen Drehteller der Boden, den ich letztes Mal geflochten habe. Dann mache ich hier wieder so ein Gewicht drauf, einfach damit es ein bisschen besser liegt. Und jetzt wird als allererstes quasi die Stirnseiten, die werden als erstes aufgestarkt. Und dazu brauchen wir im Prinzip, ich mache jetzt hier außen einen rein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Starken quasi pro Stirnseite. Dafür nehme ich mir mein Messer, die Starke. Das wird im Prinzip so angeschalmt. Drei, vier, fünf, sechs. Und die werden jetzt quasi hier vorne in die Stirnseite reingesteckt, und zwar mit der Schnittseite nach unten. Und dann fange ich hier auf der Seite an, einmal quasi neben den beiden Starken direkt. So weit rein, wie das geht. Dann nebendran. Wieder nebendran. Hier. Jetzt gehe ich statt hier außen, weil das hier sonst zu eng wird, gehe ich jetzt hier einfach auf der Seite mit rein. So, und hier außen wieder natürlich eine. Jetzt nehme ich meinen Friemen und steche hier direkt vorne an der Stirnseite einmal so ganz kurz an und biege die hoch, dadurch brechen sie nicht. Fünf. Sechs. Die erste Seite schon mal aufgestarkt. Jetzt machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Jetzt werden die oben zusammengebunden. So, und jetzt kommen die Seitenstarken rein. Hier halte ich es genauso mit der Regel mit den zwei Fingern. Im Prinzip kommt jetzt über Eck hier vorne an der Seite kommt die erste Starke rein. Und dann immer ungefähr zwei Finger breit. Das wäre die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, sechs. Sieben Starken werden quasi in die Längsseite reingesteckt. Das geht jetzt ein bisschen anders vor sich. Jetzt zeige ich euch, warum das hier mit den zwei Starken außen quasi so gemacht wird. Und zwar wird jetzt an dieser Stelle die Starke nicht mehr nur angeschalmt, sondern da mache ich so eine Art Geißfuß. Das heißt, einmal diesen Schnitt und leicht versetzt noch einen Schnitt, sodass das dann etwa so aussieht, wie so leichter Geißfuß. Ja, weil der kommt jetzt quasi zwischen diese zwei in diese Furche rein. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Ich gehe jetzt quasi da, wo diese Furche ist, mit dem Friemen rein. Da in dieses vorgebogene, da stecke ich jetzt die Rute rein. Dann knicke ich die an einer Stelle hier schon ab.
So. Und damit die ordentlich drin ist, nehme ich mir jetzt das Schlageisen und klopfe das noch ein Stück in diese Richtung mit rein. Also im Prinzip. So, jetzt sitzt sie da drin und die hängt richtig fest. Und dasselbe mache ich jetzt mit den anderen 7 Stück. Ja, immer so circa 2 Finger breit kommt dann die nächste. Da mache ich dann auch wieder hier so ein bisschen Platz für die Starke. Mach diesen Geißfußschnitt hier. Ist übrigens eine Veredelungsmethode in meinem eigentlichen Beruf. Der wird dann da eingeschoben. Wird ein bisschen weiter weg nach oben geknickt. Und wieder mit dem Schlageisen eingehauen. Jetzt sind es schon 2 Stück. Das mache ich jetzt quasi hier bis hier oben hin und auch die andere Seite und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Zur Erleichterung stecke ich dann die Triebe einfach hier unten durch das Zusammengebundene durch und dann bleiben die auch von ganz alleine hier stehen und ich kann dann in Ruhe die andere Seite machen. So, und auch die stecke ich quasi oben quer mit rein. So werden sie aufrecht gehalten und sind wir nicht im Weg. So, ich beginne jetzt hier wieder mit einer Kimme. Die stecke ich quasi hier vorne in diese Stirnseiten mit zu den anderen dazu und zwar immer rechts daneben. Eins, also richtig ordentlich schon verankern. Zwei. Und die dritte nebendran. Drei. So, und schon kann es losgehen. Ihr kennt ja die Fitze noch. Vor 2, hinter 1 und immer mit der linken weitergeflochten. Sprich, ich nehme die linke als erste, biege die schön bei. Vor 2, hinter 1 und raus. So, dasselbe mache ich jetzt hier drüben mit dem nächsten. Vor 2, diesen beidrücken, der ist ein bisschen, ja. Vor 2, hinter 1. Und jetzt der dritte. Vor 2, hinter 1, jetzt bin ich schon mit dem quasi um die Ecke. Ja? Und jetzt beginne ich das Ganze zu wiederholen mit dem linken um die Ecke. Vor 2, hinter 1. Vor 2, hinter 1. So, bevor ich jetzt hier weitermache, stecke ich jetzt hier die nächsten 3 mit rein. Auch wieder angeschalmt, kommt auch wieder der Schnitt nach unten, wie immer. 1, 2, 3. Ich ende mit den Flechtern quasi immer da, wo die neuen beginnen, wenn ich die so zur Seite biegen würde. Also der ist quasi nicht schon der erste, sondern der hier. Vor 2, hinter 1. Dann kommt er genau da raus, wo ich die nächste eingesteckt habe. Das heißt, ich lege den unter den neuen. Genau, jetzt nehme ich den nächsten, immer den linken. Vor 2, hinter 1. Hier hoffentlich bleibt die Kamera stehen. So, vor 2, hinter 1. Wieder unter den anderen. Und jetzt kommt der dritte, das ist der hier. Vor 2, hinter 1 und unter den dritten mit drunter. Ja, jetzt liegen die jeweils immer unter ihren quasi Austauschflechtern. Und natürlich auf den Ecken immer darauf achten, beim ersten ist es noch nicht so tragisch, aber immer darauf achten, dass die auch gerade stehen. Es sei denn, man möchte es nach außen geneigt haben, dann natürlich immer in diese Richtung arbeiten, wo man hin will. So, im Grunde, um uns das ein bisschen zu erleichtern, schneide ich jetzt die fertigen Flechter ein bisschen länger ab, so dass ich jetzt einfach mit den Verlängerungen quasi weiter flechten kann. Und das startet man ganz genauso wie der vor 2, hinter 1, vor 2, hinter 1. Wie gesagt, die Ecken ruhig mal immer ein bisschen rausziehen, damit die auch dann schön
gerade werden und den dritten vor 2 hinter 1 und weiter geht's. Jetzt kommen wir wieder dahin, wo die allerersten Flechte eingesteckt waren und so enden wir auch hier mit dem ersten. Den legen wir zu dem ersten, der hier reingesteckt war, den zweiten ganz normal vor 2 hinter 1 und dann kommen wir da raus, wo der eingesteckt ist, sprich hier mit rein. Ups, natürlich muss man das Ganze auch festhalten. So, das war die Nummer 2 und den dritten auch vor 2 hinter 1. Dann endet der da, wo der dritte hier eingesteckt wurde. Immer Ende zu Anfang und umgekehrt. So. Jetzt schneide ich die hier wieder ab. Und wir haben die erste Kimm-Reihe fertig. Und schon geht's los. Das Einlegen des Seitengeflechtes ist im Grunde wie in dem vorletzten Video bei diesem Brötchenkorb. Ja, also man fängt an, hinter einen den einzulegen. Dann liegt er vor einem, hinter den nächsten und raus. Und so mache ich das jetzt weiter nach quasi in Uhrzeigerrichtung. Immer nach links wird quasi eingelegt. Einlegen, hinter einem raus. Einlegen, hinter einem raus. So, und hier ganz versteckt kommt der letzte rein. Das ist hier die Ecke. Da kommt er quasi dazu. So. Jetzt sind sie alle drin. Und los geht's. Ich fange jetzt irgendwo an. Ist eigentlich wurscht, wo man anfängt. Genau. Zack. So, jetzt habe ich bis auf 9 cm hochgeflochten, habe das Ganze schon mal abgeschlagen. Ich rechne immer ca. 1 cm für so eine Kimm-Reihe und die werde ich jetzt dann quasi hier noch drauf flechten. Die Triebe hier, die schneide ich innen ab. Ich finde es immer ein bisschen schöner. So. Da kommt jetzt die Kimm-Reihe drauf. Und wieder 3 Stück. Die beginne ich wieder an der Stirnseite, damit sie nicht genau in der Gegend, wo nachher der Eingriff ist, quasi genau. Vor 2 hinter 1 einlegen. Also, muss noch mal. So, ich lege die jetzt wieder ein nebeneinander. Den ersten einlegen vor 2 hinter 1. Den zweiten rechts daneben unter den ersten vor 2 hinter 1. Hinten natürlich wieder drüber flechten. Soll ja quasi immer so ein wie ein Seil ähnlich so ein Geflecht geben. So, und beim dritten unter die ersten beiden vor 2 hinter 1. Jetzt habe ich wieder in jeder Lücke nebeneinander einen und die flechte ich jetzt erstmal aus. Vor 2 hinter 1.
Und dann haben wir quasi eine abgeschlossene Kim-Reihe. So. So, das passt. Ein bisschen biegen und formieren. So. Und mal schauen. Genau, jetzt sind wir bei 10. Jetzt 2,5 cm zum Eingriff für die Stärke der Finger. Und dann nochmal 1,5 quasi nach oben. Und dann kann ich dann hier den Zuschlag mit drauf arbeiten. So, und jetzt beginne ich hier die Eingriffe quasi auszuarbeiten. So, ich setze jetzt quasi ein Stück neben dem eigentlichen Griff, setze ich den ersten ein. Der kommt hier rein, biege hier rum. Hier soll nachher der Griff sein, also gehe ich hier zurück. Um hier eine gewisse Höhe aufzubauen, gehe ich zweimal hier rum. Das stabilisiert auch nachher den Griff. Und arbeite jetzt quasi in die Gegenrichtung. So. So, hier ist nachher der zweite Griff. Hier bin ich angekommen, also gehe ich jetzt hier wieder zurück. Auch hier zweimal drumherum. Man muss immer ein bisschen darauf achten, dass die Griffe, dass die Seitenstangen auch ein bisschen gerade stehen. Natürlich der auch. Hier einmal drumherum und wieder zurück. So. Den unten wir jetzt hier. Den schneide ich auch gleich ab. Und da ich hier mit dem dünnen Ende aufgehört habe, mache ich hier mit dem dünnen Ende auch weiter. Lege den hier dazu. Rein. Einmal drumherum. Zweimal drumherum quasi. Und wieder zur anderen Seite rüber. So, alles schön gerade stellen. Auch hier natürlich wieder drumherum. Am besten ein zweites Mal. Wie gesagt, wir brauchen so circa 2,5 cm Höhe. So, das Ende wird mir jetzt ein bisschen zu dick, obwohl einmal geht noch. So, den schneide ich gleich hier innen ab, dann liegt der gleich richtig an. Da wurde alte endet wieder, von hinten den neuen dazugelegt und weiter geht's. So, schauen wir mal. Mit einmal drumherum haben wir hier eine Griffhöhe von 2,5 cm, wunderbar. Gehe ich also nur einmal drum herum. So, und hier wieder rüber. Mal gucken, ob wir hier auch schon die Höhe haben. Jawohl, perfekt. Und dann lasse ich das hier auslaufen. So, Ende. Jetzt mache ich das gleiche, was ich hier gemacht habe, natürlich auch auf der Seite. So, nun lassen wir den hier wieder auslaufen. Und fertig. So, jetzt kommt hier oben noch eine Kimme drüber. 1, 2, 3, 4. Der Korbrand, also der Zuschlag für diesen Korb, wird ein bisschen anders als bei dem Korb für Anfänger. Der wird noch ein bisschen einfacher sogar. Hier gehen wir jetzt einfach nur hinter ein und raus, und zwar mit 2 Stück. Einmal. 2. Also mit 2 jeweils hinter einen. Und damit flechten wir jetzt weiter. Und zwar den linken davon immer hinter den nächsten. Und den stehenden dazugelegt. Und so machen wir weiter. Den linken hinter den nächsten, den dazugelegt, dann immer den inneren, also nicht den linken äußeren, sondern den inneren davon weiterführen, hinter den nächsten, den dazugelegt,
Und so geht es weiter. Immer den inneren weiterführen. Den dazugelegt. So, jetzt sind wir am letzten angekommen. Jetzt müssen wir das Ganze hier unten drunter durchführen. Es bleibt ja quasi vor einem, hinter einem. Aber mit weniger Platz. Ja, da müssen wir ein bisschen mithelfen. Vor allem. Hinter einem, also hier drunter quasi durch raus. Ja. Und den dazu, wie immer. So, und jetzt werden die beiden nur noch in die beiden hier ausgeflochten und dann ist der Rand schon fertig, der Zuschlag. So, dafür gehen wir jetzt wieder hinter die Starke hier oben. Mal ein bisschen Platz. Von oben nach hinten durchgeführt. Und den letzten. So. Bleibt uns nur noch die Überstände abzuschneiden. Einmal oben vom Zuschlag natürlich. Ja, und das ist er. Der Carve mit den beiden Eingriffen. Viereckigen Boden, also rechteckigen Boden. Wunderbar. So, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert mit den eckigen Böden und dem Aufstaken. Es gibt natürlich noch andere Methoden, auch des Aufstakens. Das kann ich euch gerne in zukünftigen Videos mal zeigen. Natürlich gibt es auch noch andere Zuschläge, ganz klar. Die Griffe ist, denke ich, auch eine ganz einfache Sache, diese auszusparen. Und ich glaube, so einen Korb bekommt ihr mit ein bisschen Übung auch hin. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ich weiß, ein blöder Spruch, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das auch hin. Selbst wenn der erste nicht gleich perfekt aussieht, der hier ist auch kein perfekter Korb. Ja, und es gibt bestimmt genügend Leute, die sagen, das und das hätte man auch besser machen können, ja, das mag sein, aber das ist meine Methode, diese Körbe herzustellen und von daher ist das für mich auch so in Ordnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte gerne wieder einen Daumen hoch und abonniert auch gerne den Kanal. Teilen wäre natürlich auch toll. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann machen werde. Das wird sich jetzt zeigen. Vielleicht gibt es mal eine Werkzeugkunde oder wir gehen vielleicht auch schon mal raus. Mal schauen, wie das Wetter ist, ob wir dann die ersten Weiden schon mal ernten. Ja, also bis dahin, bleibt gesund, halt die Ohren steif und wir sehen uns, gell? Ciao, der Andi.